Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Soma, herzlich willkommen bei Avanacho. Ihr hört es aus Vieh, das ist immer noch da. Mir ist gerade was eingefallen. Ich glaube, ich habe ganz großen Blödsinn gemacht. Ich hätte mir die letzte Folge mindestens, glaube ich, komplett sparen können, weil es ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich hier das Ganze wieder geöffnet habe. Weil es gibt ja hier nichts mehr rauszuholen. Also dieses, da haben die das echt gut gemacht, dass man da total irritiert wird, glaube ich. Aber es ergibt Sinn, dass ich den Code aktualisiere. Den Sicherheitsschlüssel. Das heißt, Tür öffnen, Tür schließen. Ist wahrscheinlich total, ist einfach nur so, wir ärgern dich mal. Und jetzt habe ich... Geh weiter. Jetzt habe ich, dämlicher Idiot, den Sicherheitsschlüssel natürlich da hinten gelassen, weil ich dachte, ich musste die Türen öffnen. Was Blödsinn ist. Wo geht der jetzt hin? Der geht da nicht rum, dachte ich mir nämlich. Geh einfach weiter, Alter. Geh einfach weiter. Das heißt, ich muss jetzt wieder ans andere Ende. Das ist gute Chance. Komm, gute Chance. Lauf. Einfach weiter. Ich sehe überhaupt nichts. Ganz schwierig. Ich glaube, da drin war das, ne? Glaube ich. Alter Schwede. Nein, hier war... Hier war das nicht. War... Nein. Falsche. Weiter gucken. Auch falsche. Auch falsch. Also. Ist doch hier wieder dreimal im Kreis oder was? War das da drin? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hm. Alter, habe ich Glück gehabt. Ich jetzt Glück gehabt. Hier habe ich komplett umsonst die ganze Zeit rumgehangen. Aber ich werde nur vorsichtshalber den Lagerraum wieder öffnen und das Sicherheitsbüro hinten wieder schließen. Weil da können wir jetzt auch durchs Fenster rein. Ah, total blöder Gedankengang gewesen. Das ärgert mich gerade tierisch. So. Mach den wieder zu. Mach den wieder auf. Weil das... Ja, dachte ich mir nämlich. Die Türen auf und zu zu machen, hat nicht den geringsten Sinn ergeben. Das war total... Ein total bekloppter Gedankengang. Scheiße. Scheiße. Ich will nicht. Geh weg. Und jetzt muss ich wieder dahin, wo ich dieses Ding nämlich brauche. Und dafür ist dann die Aktualisierung des Sicherheitscodes wahrscheinlich relevant. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Ich muss noch einkaufen gehen. Ist schon spät.
Aber wo ich das jetzt eben hatte, wollte ich auf gar keinen Fall aufhören. Weil bis nächste Mal, also bis morgen, habe ich das wieder vergessen. Aus meiner Warte aus gesehen. Und dann suche ich wieder, wie bescheuert, wo das Ding hier ist. Okay. Wo ist denn der jetzt hin? Ganz böse, ganz böse. Oh shit. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Du kommst nicht rein, nein, nein. Geh an mir vorbei. Ah, ruhig bleiben. Wow, scheiße. Alter. Wow. Alter Schwede. Was ein Scheiß. Okay, für diesen Adrenalinkick hat sich der ganze Scheiß jetzt gelohnt, den ich hier fabriziert habe. Wow. Moment. Alter Schwede. Wow. Eieieiei. Nee, nicht nochmal. Geh weg. Geh bloß weg. Schnell weiter nach hinten. Nur für den Fall. Oh. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Oh, nicht bewegen. Ich weiß, du willst nach rechts gucken, tu's nicht. Warte, bis er draußen ist. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. So fein. Wo geht der Sack hin? Wo muss ich hin? Scheiße, ich glaube, ich muss in die Richtung. Nein, ich komme ja auch rechts rum, ne? Also ein so ein Kick ist ja in Ordnung, aber der zweite ist einer zu viel. Oh verdammt, Sackgasse. Ab in die Ecke. Warten. Ein so ein Kick, das war ja wirklich ein Kick, aber der zweite war dann einer zu viel. Okay, jetzt ist er weg. Nicht laufen, nicht laufen, nicht laufen, nicht laufen. Der ist weg, der ist weit weg. Wo muss ich hin? Da unten ist richtig, glaube ich. Da unten ist gut. Eieieiei. Gott, ihr habt bestimmt schon Scheiße geschrien hier. Weil ich den Chip da so blöde vergessen hab. Ja, da wird er rein müssen. Und jetzt? Arschkarte. Arschkarte! Arschkarte! Nicht bewegen. Kreisch du ruhig. Hau einfach wieder ab. Meine Hand ist extrem angespannt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich drücke mit aller Gewalt die Maus auf den Tisch. Das ist so ein Scheiß. Okay.
Okay. Komme ich da jetzt rein? Türen sind nicht auf. Ach du Scheiße, wo ist der jetzt? Er ist immer noch in der Nähe, so viel steht fest. Die Frage ist nur wo. Okay, er geht glaube ich vorbei. Jetzt ist er vorbei. Ja. Okay, guck mal, was ist hier jetzt schiefgelaufen? Warum geht die Tür nicht auf? Wieder in die Ecke. Da ist er nicht hingekommen. Oh, nicht schon wieder. Geh weg. Geh weg, du Scheißerchen. Einfach weitergehen. Aber da ging's doch. Da muss doch die Tür aufgehen, wenn jetzt hier... Da musst du doch da zu den Treppen hingehen. Das ist Aufzug, keine Treppen. Aber Aufzug wäre ja auch super. Wie rufe ich den? Bin ich da? Ich bin... Oh, Scheiße. Ich bin nicht da, geh bloß weg, hau ab. Hau ab, du Scheißding. Warum rede ich eigentlich leiser? Der kann mich doch eh nicht hören. Mach eine Fliege. Jetzt ist er schneller. So, wie kriege ich das Ding auf? Irgendwo draufdrücken? Nee. Ah, ah. Der ist hinter mir irgendwo. Man hat diesen Drang, sich umzudrehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Diesen wahnsinnigen Drang zu wissen, was hinter einem ist. Zu weit. Ah, Glück gehabt. Okay, muss ich das Ding schließen oder was? Ich bin gar nicht da. Ich warte einfach, bis du wieder weg bist. Mir gibt's ja Sinn, dass man das Ding schießt, ne? Ja, ich weiß, da ist ein Aufzug, aber da ist nichts passiert. Kannst wieder weggehen. Schön weitergehen. So ist fein. Na, seht ihr den noch? Auf den kleinen OBS-Schirm sehe ich den nicht. Aber jetzt sehe ich ihn. Selbst dort. Oh, hau einfach ab. Geh schon. Ist das fein. Komm. Falsche Richtung. Ist mir egal, wohin. Ich lebe noch. Hier. Vergiss es, Alterchen. Ich hau jetzt ab. Meine Fresse. Wieso hat denn der das jetzt so schnell gemerkt, dass ich da rein bin? Ich bin doch noch reingegangen. Die Tür war doch schon offen. Wenn ich die hätte erst noch öffnen müssen, hätte ich es aber verstehen können.
Transportstraße. Ich weiß nicht, ob das... Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Na super. Okay. Ne, es ist auch noch da. Ganz toll. Ganz toll. Jetzt darf ich durch den Schacht klettern. Alter. Wenn der mit auf den Kopf fällt, werde ich böse. Ich kann nicht nach unten gucken. Das ist auch ganz böse. Ganz toll. Nein. Das dachte ich schon, er kommt runter. Aber der wird gleich wahrscheinlich runterkommen. Da werde ich rein müssen. Und wie mir bricht jetzt hier nochmal so eine Sprosse. Ach du heilige Scheiße. Oh Gott, ich muss unbedingt wieder so ein Ding finden. Sonst Problem, Moment. Da ist er wieder. Da ist schon mal eine Tür. Da gehen wir jetzt einfach mal rein und hoffen, dass wir da so ein Ding finden. Das ist ein Gang, wer weiß wohin. Na super. Ach. Okay. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wo wir sind. Aber wenn hier die Tür aufgeht, dann werden wir da auf jeden Fall noch irgendwas erledigen müssen. Und dann können wir das auch gleich machen. Nur was ich jetzt erstmal unbedingt brauche, ist wieder so ein Ding. Verdammt, wieso denn? Ich habe mich nicht bewegt. John Depp. Jetzt bin ich tot. Na? Was passiert? Was los? Standbild? Schwarzbild? Gar nichts? Jetzt verstehe ich gar nichts. Oh, da kommt wieder was. Warum habe ich gerade ein ganz, ganz dummes Gefühl? It's okay. What? It's over now. Relax. Der Wow hat mich. What are you doing here? Hanging out, like couples do. Der Wow hat mich. You don't want me? Yes, of course. What happened? We fell in love. Ach komm schon. Das weiß sogar ich, dass das nicht stimmen kann. Okay, ich bin irgendwie wieder raus. Und da brennt es jetzt auch noch. Na, ganz toll. Wow, jetzt muss ich aber ganz dringend irgendwas finden. Kann ich mich irgendwie bewegen? Ich war auch so eingeschlossen. Aber der Aufzug ist runtergekommen, okay? Jetzt ist die Tür da vorne zu. Jetzt komme ich da auch nicht mehr rein. Ach du Heilige. Und das Vieh, das war ja egal, was ich da gemacht habe, ne? Hätte ich vielleicht mal nicht reingehen sollen. Hier werde ich nichts machen können. Hier werde ich generell nichts machen können. Da komme ich noch nie irgendwo hin. Ist doch alles dicht. Dann ist auch alles zu.
Warte mal. Nee, hatte ich vorne weggesprengt. Kann das Ding also nicht... Okay. Ja, so... wäre ich jetzt wohl beinahe auch geendet. An die Karte komme ich nicht ran. Okay, du hast also nichts für mich. Da ist noch eine Tür. Und da werde ich auch durch müssen. Ich nehme die einzige. Ja, Seite. Da hinten komme ich auch nicht. Das Ding, das kann ich also gar nicht nutzen. Okay, kriege ich hier jetzt irgendwo Energie her? Auch nicht. Da wird nichts drin sein, oder? Irgendwas Brauchbares drin? Warum gucke ich eigentlich immer wieder in den Müll einmal rein? Das, weiß ich nicht. Eieieiei. Okay, aber wir sind zumindest nicht tot. Aber wir haben 21 Minuten rum, mein Lieben. Das heißt... ich mache die Tür jetzt nochmal zu und beende die Folge jetzt an der Stelle und dann gehe ich jetzt erstmal einkaufen. Weil an der Stelle weiß ich jetzt auch, okay, es gibt nur noch einen Weg rein, kann ich nichts vergessen. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch, da teilt auf den Social Media und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin, bye bye.